mal schön konzentrieren. Ich habe Angst, dass hier wieder irgendwo Lava sprüht und ich bin einfach zu dicht irgendwo dran. Was ist denn da unten los? Du musst wirklich nur einmal klicken und dann war es das schon. Da ist Dings, okay. So. Das nehmen wir auch mit. Zap. Und habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Und dann gehen wir hier wieder lang. Das wurde gerade auf einmal sehr hell. Ach so. Ich bin ein gebranntes Kind im wahrsten Sinne. Okay, damit geht es jetzt noch schneller. Wow! Safe, gar kein Problem für den Profi. Gar kein Problem. Hab ich eiskalt umrundet. Damit jetzt wirklich noch eine Runde schneller geht, weiß ich jetzt nicht. Ey, übertreib doch nicht so. Weiß ich, ob der noch schneller ist? Keine Ahnung. Fühle ich irgendwie noch nicht. Ich glaube, irgendwann ist halt auch Ritze, ne? Gerade auf einer Schaufel macht das, finde ich, so keinen Sinn. Den Sand kannst du doch so schon sauschnell abbauen. Ohne Verzauberung. Mit Diamantspitzhacke und auch schon mit einer Eisenspitzhacke. Wie das Rucki-Zucki. Okay, da unten möchte ich nicht hin. Gehen wir mal hier durch. Ich repariere ich die, aber die ist auch gleich schon weg. Da muss echt noch Haltbarkeit drauf. Da haben wir was. Die Steine gehen auf jeden Fall schneller jetzt. Das ist richtig.
relativ rar gesät, das Zeug, ne? Das machst du wirklich alles mit der Spitzhacke, nur mit der Eisenspitzhacke, ohne Verzauberung. Nur da kommst du ja nie ans Ziel. Und gleich ist sie weg, die Spitzhacke. Eine Eisenspitzhacke werde ich jetzt hier bestimmt nicht mehr rumpopeln, nein. Wir haben nicht mal ein Stack. Nicht mal ein Stack haben wir. Und zwei Spitzhacken verballert. Ja, da brauchst du auch keinen Speed reinmachen bei YouTube. Da musst du dich mal anstrengen. Soll ich langsamer buddeln oder schneller? Naja, dann haben wir halt ein Projekt, was wieder 2 Jahre dauert. Na? Fällt euch das? Flackern? Schmeiße ich jetzt erstmal weg. Alles kommt hier weg. Alles klar, Eggy, mach das. Oh, lecker. Übrigens hatte ich einen Eimer mit Mittel, aber nur kein Wasser. Das ist alles so mau. Ups. Ups. Oh. Wir müssen wirklich mehr Level haben, ne? Ich will jetzt auch nicht 2, 3 Aufnahmen nur leveln, ey. Ja, 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 ja. Trinken hier. Dunkel. Mhm. Zack. Ja, mit der Eisenspitzhacke reingemacht, jetzt kein, das macht jetzt keinen Spaß mehr.
Du wirst bekloppt. Da wirst du bekloppt. Da wirst du deppert. Und ganze Knoppers hängt überall. Mhm. Da ist die Nuss. Na gut. Ja, ich will jetzt hier auch nicht einfach so planlos rumrennen, ne? Nur weil ich jetzt bockig bin. Übrigens habe ich mir was gedacht. Aber der Berg ist, glaube ich, zu klein dafür, oder? Nö. Dass man in dem Berg... Komm, wir machen gleich die nächste Baustelle. Dass man in diesen Berg einen Tunnel reinzwirbelt. Wo links und rechts Wohnungen sind quasi so. Die auch ein bisschen in den Tunnel reingucken. Die Häuser, die Wohnungen. Das dachte ich mir auch. Wir machen es jetzt einfach mal. Um einfach mal ein bisschen Abwechslung zu kriegen. Und mal wieder ein bisschen zu buddeln. warum ist hier denn... Danke. Nur kurz, nur mal gucken. Der kommt mal weg. Machen wir 5. 1. 3. 4. 5. Verpiss dich, Junge. So. Und dann hier so. Sie nicht überall wieder glatt aussehen hier, ne? So. Gehen wir erstmal ganz normal rein, ne? Ganz normal gerade und später kann man dann halt den Feinschliff machen. Nur so lange, bis die Spitzhacke kaputt ist, ne? Nur mal ganz kurz für, dass wir schon mal wissen, alles klar, macht er irgendwann. In den nächsten 200 Folgen. Ne? Natürlich. Der Bettler hat auf den Regenknopf gedrückt. Natürlich kommt da ein Küken raus. Wenn wir das denn so und dann drin irgendwo so ein paar Blöcke noch hinknallen und dann gehen die Wohnungen da rein, musst du so eine Treppe hochgehen, irgendwie total verwinkelt irgendwie. Ich hab ein bisschen Bock drauf. Hoffentlich... Reicht der dafür aus, der Berg? Das soll auch schon komplett durchgehen dann irgendwie, ne? Irgendwo soll er dann auch rauskommen. Wir können ja auch mal hier nur so einen Zweiergang erstmal machen. Geht's da schon raus? Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, hervorragend. Ah! Alter, da wartet der da auf uns oder was? Die GEZ ist auch überall, Junge. Überall tümmelt die sich rum. Überall. Ja, spitzenmäßig. Das ist ja ein Riesentunnel dann. Egal. Dann machen wir das halt in so einem kleinen nur. Oh, Gewitter. Ich kann pennen gehen, ne?